Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goodbye Deponia, und Rufus schläft ja schon. Wir wollen nochmal mit dem Seher reden, weil ich weiß nicht mehr, was Kann der nochmal noch alles stören? Wollte. Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was stören? Ja, das kann ich leicht. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Okay. Ich habe es anders gesehen. Das ist schön, Seher, danke. So. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Gut. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Moment, vielleicht hat er das gemacht, ich packe ihm Dean jetzt in die Kapuze. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Ah, oh, schön. Funktioniert sogar. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Gut, dann reden wir nochmal mit ihm. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist... Ja. Was treibt... Ich mach... Die Welt geht... Finde, du siehst gut genug aus. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Was? Du willst Shampoo? Ja, komm, nimm doch das da. Ein Shampoo. Meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Ist okay. Jetzt ist der wahrscheinlich duschen, dann gehen wir jetzt da rein, jetzt wird der... Jetzt. Oh. Ach, der ist so doof. Oha, das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Gut, dann können wir da jetzt aber nach raus, oder? Das Gespenst... Okay, dann wollen wir nicht stören, dann gucken wir da mal vorbei. Und kann ich da jetzt wirklich da nach draußen? Ja, offensichtlich ja, und sonst gibt's ja nichts. Na, dann gucken wir mal nach draußen. Ah, dann sind wir jetzt zum Zimmer des Seers. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Was? Huga, huga, schalala. Was? Okay, können wir das Tarantelglas nehmen? Ja, sehr schön. So, und eigentlich die Kutte. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Okay, das geht sich nicht aus. So ist kein Rankommen. Was ist denn da eigentlich? Das Schnabeltier mit dem hässlichen großen Auge, okay? So, was haben wir da in das dunkle Zimmer? Und da kommen wir gar nicht rum, oder was? Nee, was ist das für ein Zimmer? Das ist ja komisch. Da unten immer noch der Pelikan. Aber sonst ist da nichts, oder? Ah, doch, da, guck mal, leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ach, ein Auslauf, ernsthaft? So, Mr. Toffee im Glas. Mr. Toffee? Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Camo was? Hält er ins Hand? Damit könnte ich bestenfalls Löcher im Quantenschraubstopf. Oh. Das reicht ja nicht mehr für einen hohlen Zahn. Gut, ich möchte ich das Loch überhaupt stopfen. Vielleicht mit Papiergeld. Komm, guck mal. Das hier stopft bereits die Löcher in meinem privaten Finanzhaushalt. Ach so. Das wusste ich nicht. Dann vielleicht hier mit dem Kopfkissenbezug. Was? So? Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Ah, okay, ja, wenn das so ist, dann Zahncreme vielleicht. Guck mal. Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum markieren. Nicht? Das war schon in A New Beginning dämlich. Okay. Pfefferstreuer wird ja auch nicht gehen. Nee, das wäre doof. Na gut, komm, gehen wir da rein. Dunkle Zimmer, der ist immer noch am Gucken. Das Gespenst. Ja, gut, okay. Hierfür muss es eine Lobby zum... Das Gespenst. Ja, früher nehmen wir noch der Spukerei. Gut. Dann gehen wir doch mal kurz in das Zimmer des Seers, aber ich glaube, da können wir jetzt nicht mehr rein, oder? Hm. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Gut, okay. Zimmerservice müssten wir irgendwie machen. Moment, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Docs Zimmer, gehen wir nochmal rein. So, hi.
Der ist immer noch am Frieren, das passt gut so. Gegensprechanlage. Hallo, Rezeption? Matze-Dienst, ja. Wie lautet Ihre Zimmernummer? So, Zimmer Nummer 1 machen Zimmer wir jetzt mal. Zimmer 1. Ah, okay, das ist der Herr Inspektor, stimmt. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan noch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Okay. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. Ach, herrlich. So. Jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Der Oppenbot. Toll, ich wollte ja die anderen Optionen noch. Hallo, Rezeption. Ja. So, Zimmer Nummer 1 wieder mal. Zimmer 1. Ja, ja. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja gut, ich würde gern dinieren, das hatten wir schon. Verwählt. Kein Problem. Gut, dann... Ist jetzt die Frage, Zimmertür, komm, da könnten wir auch mal reingucken. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind, die Küche brennt. Was? Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Okay, in das Zimmer des Seers, nee, da brauchen wir nicht rein. Ist ja verschlossen. Ach, genau, hallo. Ja, so. Hier kommt der Dummdeppe, 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 der Dummdeppe. Ah, so schön. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Was Mist? Perfekt, die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. So, wahrscheinlich ist er jetzt wieder oben, oder? Natürlich ist er wieder oben, verdammt. Ich bleibe lieber in Deckung. Der Oppenbot. Gut, dann müssen wir nochmal in unser Zimmer. Ich glaube, dass wir einfach nach unten... Nein, das ist das falsche... Ja, das ist das falsche Zimmer, es tut mir leid. Da wollte ich rein, so. Einmal noch hier Gegensprechanlage. Das dauert leider wieder alles ein bisschen. Blablabla. Immer zu Diensten, Zimmer Nummer 1. So. Ja. Mein Assistenten, ja. Blablabla. So, ich muss noch... So, wenn wir jetzt rausgehen und einmal da nach unten gehen, müsste das ja gehen, oder? Ja. Ach, so schön. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja, schon, aber... Aber was? Ja, sehr schön. Gut. Wow, voll übersteuert. Sollte ja nicht so reinschreien. Rezeption ist wieder frei. Klingel. Hi. Aber sind da, die Tasche ist noch da. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Ja. Oder wenigstens. Ja, gut, aber eigentlich könnten wir ja die Tasche wieder nehmen, die ist ja leer. Schwupp. Schwupp. Jetzt haben wir nämlich wieder die richtige Tasche, oder?
Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche. Okay. Drin. Die passt mir nicht. Das ist okay. Aber die Farbe steht mir. Super. Okay. Gut, Mr. Toffee im Glas. Moment, jetzt guck mal, reden wir nochmal mit ihm. Was können wir denn da Schönes machen? Ah, der Gast aus Nummer 5. Richtig. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Statte Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für erklemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Ja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Na endlich. Das ist so doof. So, was haben wir jetzt hier? Kopfkissenbezug, Papiergeld, Korkenzieher. Jetzt haben wir aber den... In der anderen Tasche ist ja gar nichts mehr drinnen, oder? Aber die Farbe steht. Jetzt schaue ich noch mal kurz in die andere Tasche, die ist ja leer, oder? Schwupp, schwupp, mega cooler 3D-Effekt. So, die ist ja leer, oder? Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Genau, ich behalte die. Kann ich Mr. Toffee da reinpacken? Na, Mr. Toffee, so ein kleines Spielchen bereit? Holla, ganz schön angriffslustig. Gut, dass er in diesem Glas eingesperrt ist. Die Löcher waren ja hoffentlich schon vorher drin. Okay, Mr. Toffee im Glas. Mr. Toffee? Vielleicht, ich hoffe, ja. Haben wir schon, vielleicht hier so. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Richtig, dann ist halt Mr. Toffee weg, aber... Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Was? Mr. Toffee? Was? Wo ist er denn? Das dachte ich mir fast. Leeres Glas und Korken. Okay, der Korkenzieher ist weg. Leeres Glas, könnten wir vielleicht den Staub da reinpacken? Das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber das macht er gut. Triggern nehme ich so. Okay, gut, das Glas, vielleicht Zahncreme da rein? Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Okay, gut. Dann, wir können, glaube ich, hinten raus. Genau. Aber jetzt haben wir den Menüplan, haben wir jetzt ja schon. Da haben wir zumindest unterschrieben. Jetzt gehen wir nochmal ins Zimmer und jetzt schauen wir nochmal kurz mit dem Essen. So. Hallo, Rezeption. Matze, Dienst. Wie lautet ihr? Zimmer Nummer 1 wieder diesmal, Zimmer danke. Eins. Oh, der Herr Inspektor, ja, ja, ja. Ich möchte gern dinieren. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Der Lapskaus liegt es, die Viecher quer durchs Land zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut, wer bin ich denn einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1, Glitis. 12 Uhr, Glitis, Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Was? Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Okay, 12 Uhr? Hallo, Rezeption. Jetzt schauen wir noch mal, was wir in unserem Zimmer machen konnten. Zimmer 5. Echt jetzt, Sie arme Wurst? Wie kann ich Ihnen helfen? So, ich würde gerne etwas essen. Ich würde gerne etwas essen. Auch? Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen. Den aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, gut. Verwählt. Kein Problem. So, jetzt ist nur die Frage, wann ist es jetzt 12? Wann kommt der dann raus? So. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Bent. Okay, das hatten wir schon. So. In das dunkle Zimmer. Was haben wir da noch? Ist der jetzt immer noch am Duschen? Wahrscheinlich ja schon, oder?
Aber wir hätten jetzt den... Moment, wir hätten jetzt den Korken. Vielleicht können wir den Korken in das Rohr reinstecken. Ist ja auch unlogisch, oder? Oder schon, oder nicht? Ich weiß ja nicht. Ich probiere es mal. So, ich weiß ja gar nicht, ob es was bringt, wenn ich das Rohr repariere. Wahrscheinlich ja nicht, oder? So. Ah, doch. Was bringt das jetzt genau? Zum Zimmer des Seers. Die Ankunft des Zerstörers. Okay, da, oh, verdammt, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe? Ja, gut, das hatte ich schon. Ich hoffe nur, die Aufnahme ist jetzt nicht abgeschmiert. Kann ich da irgendwie leeres Glas? Nee, okay, da kann ich ja leider nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt genau bringt, dass ich jetzt den Stöpsel reingepackt habe. Jetzt müsste es wahrscheinlich irgendwo anders raustropfen. Bei uns jetzt irgendwo? Nee, oder? Ah, Moment, ich habe ja Geld. Ich könnte einen Typ, der kein Klopapier hat, vielleicht ein bisschen Geld geben. Oder? Gehen wir nochmal da runter. Besetzt! Ach, komm schon. Du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann? Ich habe eine Zeitmaschine. Ah ja. Stimmt. Moment, ich gebe ihm jetzt Papiergeld. Komm. Hier. Damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ah, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Was? Und nun... Auf zu neuen Gestaden! Mach es gut, Endzeitmensch! Halt, stopp! Was? Verdammte Kiste, er ist weg! Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Gut, der Vogel hätten sie auch. Jetzt müsste ich aber reinkommen, oder? Ja, sehr schön. Okay. Ah, Spülung. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Was? Was? Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Ja. Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Da liegt ja wirklich was in der Kloschüssel. Sehr schön. Nehmen wir doch raus, ne? Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Toll, jetzt haben wir wirklich... Ach, eine Münze, okay. Und einen Klostein. Mit Zahncreme. Das eine erzeugt blaue Lippen, das andere Fieber. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Okay, verstehe. Dann packe ich das mal. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Okay, okay. Ah, sehr schön. Okay, also diese beiden Sachen, die, das ist gut. Blaue Zunge und Dingens und hin und her. Okay, und Staub vielleicht noch vermengen. Das eine erzeugt... Das eine erzeugt Husten, das andere Fieber. Ja. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Das ist ja gut, okay. Das Einzige, was dieser Staub aber... Ich müsste das alles aber irgendwie reinkriegen. Das eine verursacht Husten, das andere Schnupfen. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Gut, ich hätte da schon alles beisammen. Jetzt brauche ich eigentlich nur mehr noch... Moment, das ist gut. Jetzt gehen wir da runter. Jetzt holen wir uns hier die Pastete raus. So. Und die werden wir dann verfeinern. Was? Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Was? Komm dann. Das muss ich nicht bezahlen. Es war ein Geschenk, im weitesten Sinne. Warum? Hä? Das muss ich nicht zwei. Im weit. Ja. Das muss ich zwei. Ist okay. Weit. Das muss ich zwei. Das muss zwei. Das muss zwei. Das muss zwei. Gut, also ich kann jetzt... das ist ja komisch. Zur Mülltonne. Nee, da muss ich nicht raus. Die Münze ist zu groß. Habe ich irgendwas, um die Münze zu schneiden? Nee. Gehen wir nochmal raus. Vielleicht kurz in die Reception. Ach, Oppoboto. So, da ist ja sonst nichts mehr. Kaffeemaschine haben wir noch. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei hat... Ja, hatten wir schon. Okay, gut. Ich darf mich nicht blicken lassen. So. Gut, dann ist aber jetzt echt die Frage zur Kreuzertrasse. Da kann ich ja nichts machen. Nee, da kann ich nur noch da rein. Oder gehen wir auch darüber? Nee. Ja gut, würde sogar... Okay. Nee, geht nicht. Okay. Hätte ja sein können. So, zu den Zimmern. Ich gehe nochmal in unser Zimmer und probiere nochmal hier die Gegensprechanlage. Vielleicht können wir da nochmal was machen. Hallo, Rezeption? Ja, Zimmer Nummer 1. Zimmer 1. Wann ist mein Latzkaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie
damit bitte doch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Ja. Gut, aber wir bräuchten Drittelschrauber. Nee. Nichts da, Rufo. Ja, haben wir schon. Und ich brauche ihn. Ich sagte, ist ja schon gut. So, Doc. Du, Doc? Was soll ich noch gleich besorgen? hab doch nur Spaß gemacht. Ja, 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 passt schon, passt schon. Komm, ja. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise Treti, leise Treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen. Das Unrecht. Okay. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst, ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Ja, gut. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.